die waren kein großer Fan von künstlich erzeugter Inflation, so wie wir sie haben. Generell global durch die Corona-Krise. Laut Friedman war künstlich erzeugte Inflation nicht schlimm, wenn sie planbar war. Also das ist ja diese monetaristische Geldmengensteuerung. Wenn wir die Geldmenge jedes Jahr bei einem Wachstum jetzt um 4% steigern, dann haben wir 2% Inflation unterm Strich auf lange Sicht gesehen. Das ist die monetaristische Logik. Problem ist nur falsch, da die Geldmenge nicht die Inflation determiniert. Krise aber auch schon davor, anders über Geld nach. Und in Amerika mit Joe Biden tut man das auch nicht nur, dass man nachdenkt, sondern man handelt bereits auch anders. In welche Richtung? Man investiert und man erkennt, dass es durchaus möglich ist, Billionen Schulden aufzunehmen und dass man diese Schulden nicht wie unsere privaten Schulden zurückzahlen muss, beziehungsweise man muss sie irgendwann tilgen, kann aber dann einfach wieder neue Schulden aufnehmen und so wächst der Schuldenberg, was sicherlich nicht ganz leicht ist zu trennen jetzt von unserem privaten Schuldenberg, weil wir denken, wir wollen doch privat keinen Schuldenberg. Ja. Bei Staatsausgaben wäre das aber gar kein Problem. Und der knapp zwei Jahre. Magie, ne? Warum sind wir nicht früher darauf gekommen, dass man einfach unendlich viel Schulden machen kann? Also, komisch, dass da die Leute einfach nicht drauf gekommen sind. Waren sie, also, diese Erkenntnis, ja? Also, wir haben bisher einfach immer nur 1 Euro gedruckt, sozusagen, den ausgegeben. Wir hätten auch 100 Milliarden Euro drucken können. Und es hätte genau dasselbe gegeben. Also, für alle wäre das Leben 100 Milliarden mal besser geworden. Ich finde das auch lustig. Nein, nicht 100 Milliarden Euro, aber das ist ja der zentrale, also, Schattmacher sagt jetzt natürlich unendlich oder wir verhundert Milliardenfachen die Geld, die Staatsausgaben, das fordert ja. Aber das ist ja der zentrale Unterschied zwischen Keynes und Neoklassik. Ich versuche auf diese wirklich abstrusen Extrembeispiele hier jetzt mal unpolemisch einzugehen. Keynes hat gesagt, wenn wir mehr Geld ausgeben, wenn wir der Bevölkerung beispielsweise durch zusätzliche Staatsschulden höheres Einkommen geben, dann wächst dadurch auch die reale Wirtschaftsleistung. Es steigt zum einen natürlich das Preisniveau, aber zum anderen steigt auch der Beschäftigungsstand und damit die reale Produktion. Das passiert eben so lange, bis Vollbeschäftigung erreicht ist. Wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, dann führen höhere Ausgaben nur noch zu mehr Inflation. Und zwar egal von wem, also auch von Unternehmen. Also auch eine höhere Verschuldung der Privathaushalte oder der Unternehmen würde dann zu Inflation führen. Da muss nicht mal der Staat für verantwortlich sein. Und hierbei wäre auch egal, wie diese Ausgaben finanziert werden, wenn die Privathaushalte halt ihre Ersparnisse verringern, dann würde das genauso inflationär wirken, wie ein Unternehmen oder der Staat zusätzliche Kredite aufnehmen. Also das ist dieser zentrale Unterschied zwischen Keynes und Neoklassik. Die Neoklassik sagt, Geld ist neutral und mehr Geld, mehr Inflation. Wenn der Staat Geldmenge ausweitet oder Staatsausgaben ausweitet und das mit einer größeren Geldmenge finanziert, dann steigt einfach nur die Inflation. Keynes sagt, nein, es steigt die reale Produktion. Und die Inflation, und zwar so lange, bis Vollbeschäftigung erreicht ist, dann steigt nur noch das Preisniveau, dann haben wir nur eine höhere Inflation. Das ist der zentrale Unterschied. Und ja, jetzt kommen Schattmacher und Schlomo hier mit so einem absurden Extrembeispiel, 100 Milliarden, warum haben wir das nicht gemacht? Ja, das fordert auch niemand. Also, wie gesagt, Keynesianer fordern nur, dass so viel Geld ausgegeben wird, dass Vollbeschäftigung herrscht. Eine Wirtschaftspolitik, die Ende der 60er, Anfang der 70er in Deutschland tatsächlich mal gemacht wurde, und zwar sehr erfolgreich gemacht wurde. Intellektuellen Art, ne? Und wahrscheinlich auch immer so Typen, der sonst mal sagt, oh, das ist unterkomplex und so weiter. Einfach mehr Schulden. Wir können es alles leisten. Mehr Schulden machen, mehr Schulden und das war's. Ja, heute florieren die USA, ne? Knapp 2 Jahre später. Ja, aber ich glaube, er spekuliert da auf was anderes. Ich glaube, diese ganzen Leute, die spekulieren auf was ganz anderes. Die sagen halt, mach Schulden, Schulden, Schulden. Denn erstmal kurzfristig hat das bestimmt einen anregenden Effekt auf die Wirtschaft. So, dann können sie ja sagen, das ist doch gut für die Leute. Und insgeheim spekulieren die darauf, dass durch das ganze Schuldenmachen das System einfach der Staat sich selbst abschafft, sozusagen Amerika sich selbst ruiniert und dass dann die große kommunistische Revolution kommt. Also die sind so ein bisschen, die flüstern den Leuten ein, ja mach mal. Und wenn es dann richtig schief geht, hoffen die darauf, dass das einfach Zündstoff ist für den kommunistischen Umbruch. Schattmacher hat sich gerade irgendeinen Quatsch ausgedacht. Also hat zwar nichts mit dem zu tun, was Wolfgang M. Schmidt gesagt hat, hat nichts mit dem zu tun, was Keynesianer fordern, aber es hat ausgedacht und den Quatsch werden die jetzt noch den ganzen Rest der Reaktion, den ich mir angesehen habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte mir von dem Teil hier, wo wir angefangen haben, 15, 20 Minuten irgendwas um den Dreh angesehen und die nächsten Minuten wird das immer wieder kommen. Also es wird ziemlich redundant werden. Wenn es zu redundant wird, dann werden wir, glaube ich, mal vorspulen. Aber das ist jetzt diese Schiene, die sie immer fahren. Eigentlich will Wolfgang M. Schmidt nicht, dass keynesianische Politik gemacht wird. Eigentlich
hofft er, dass diese Politik, die in der Vergangenheit zu höherem, stabilerem Wachstum und die dazu geführt hat, dass der Westen auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs der wirtschaftlich führende Block blieb, dass der Westen systematisch höhere Wachstumsraten hatte als der Ostblock. Also in der neoliberalen Wirtschaftspolitik wäre sehr wahrscheinlich so gewesen, dass die westlichen Staaten niedrigeres Wachstum gehabt hätten als die sozialistischen Staaten. Und dann wäre nochmal interessant gewesen, was das für einen Einfluss auf den Verlauf des Kalten Krieges gehabt hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, diese Politik, die wie gesagt in der Vergangenheit zu stabilerem und höherem Wirtschaftswachstum geführt hat und allgemein zu weniger gesellschaftlichen Verteidigungskonflikten, zu einer egalitäreren Gesellschaft, diese Politik, die soll jetzt laut Schettenmacher und Schlomo zu dem Zusammenbruch des Systems führen. Also vollkommener Unsinn. Da können Sie sagen, ja, das ist der Spätkapitalismus gewesen, upsi, dupsi. Ja, exakt. Der beabsichtigte Erfolg einer solchen Geschichte, wenn ein Staat immer mehr Schulden macht, ist, es wird investiert, es kommt Geld in den berühmten Kreislauf, es entstehen Arbeitsplätze und es entsteht letztlich dann auch wieder Wohlstand. Ganz genau. Und es entsteht ein besseres Leben. Also warum soll man so... Er wirkt doch gerade selber wie einer von diesen Fuzzis, die einem irgendwie andrehen, wie man Millionär wird auf Instagram oder so, die er gerade kritisiert hat. Ja, also ein besseres Leben. Einfach Schulden machen. Das ist, oh. Übrigens, hey Leute, wenn ihr alle eure Kreditkarten einfach outmaxt und danach die nächste Kreditkarte euch holt, könnt ihr euch ganz viel Scheiß kaufen. Wusstet ihr? Nein, also... Jetzt ignoriert Schlomo wieder den Unterschied, der hier erklärt wurde, zwischen einem Staatshaushalt und einem Privathaushalt. Ein Staat, der sich in eigen verschuldet, wir werden auch gleich noch aufs Beispiel Luxemburg kommen, der kann nicht pleite gehen. Ein Privathaushalt ist Währungsnutzer, hat keine eigene Währung, da kann ich morgen bei der Zentralbank anrufen und sagen, ja, überweis mir mal 100 Milliarden Euro, das geht nicht. Das kann in der Eurozone auch kein Staat machen, da die Staaten in der Eurozone ihre monetäre Souveränität aufgegeben haben. Das ist noch was anderes. Aber ja, dieser Unterschied wird jetzt wieder eingerissen, den Wolfgang M. Schmidt am Anfang groß gemacht hat. Also, ja, ich weiß nicht, was das soll. Also, wie gesagt, das ist eine intellektuelle Bankrotterklärung, was Schattenmacher und Schlomo hier in den, ja, zumindest in den 20 Minuten, die ich gesehen habe, abgegeben haben. Seht ihr das? Ja, aber das sind ja private Schulden. Staatliche Schulden funktioniert ganz anders. Wie gesagt, Japan ist das am stärksten verschuldete Land auf der Welt. Die zahlen ein Drittel oder sowas oder ein Viertel bis ein Drittel ihres Staatshaushaltes nur an die Zinsen dieser Schulden. Man fragt sich natürlich, warum tun sie das? Warum zahlen die überhaupt Zinsen? Ich meine, könnten sie ja auch wieder an Schulden aufpacken, ja? Wie gesagt, ja, die machen das aus einem bestimmten Grund, weil die japanische Währung nur noch im Ausland halt vor allem Scheißhauspapier wäre, wenn sie das so machen würden. Und das für die Japaner dann halt zu Importproblemen führt. So viele Leute davon abhalten. Nein, führt es nicht. Also was heißt, wenn sie es so machen würden? Japan hat ja, wie gesagt, die höchste Verschuldung der Welt. Das heißt, Japan ist ein Beispiel dafür, dass Verschuldung in Relation zum wenn der Wert da hoch ist, dass das kein Problem ist. Also Japan ist ja hier das Beispiel. Und jetzt sagt der Schattenmacher, wenn die noch mehr Schulden machen würden, dann würde das zu großen Problemen führen. Also jetzt wird es wirklich absurd. Also schon das extremste Extrembeispiel, nämlich Japan. Wenn man das hernimmt, dann sagt der Schattenmacher einfach, wenn die noch mehr Schulden machen würden, dann würde es aber schlimm werden. Okay, also sag doch mal einen Wert. Ab wie viel Prozent zum Bruttoinlandsprodukt Verschuldung ist die Staatsverschuldung ein Problem? 300%? 400%? 500%? Also sag mir irgendeinen Wert und sag mir dann vor allem, warum das so sein soll. Halten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil sie momentan ziemlich teuer sind und auch sehr unpraktisch sind. An viele Orte kommt man gar nicht, in Rheinland-Pfalz. Ja, und das Klientel da ist auch ein Problem, ne? Und wird immer mehr zu einem Problem. Also da Baden-Württemberg. Ja. Ja, und selbst dann, der einzige Möglichkeit ist es, ein besseres öffentliches Verkehrssystem zu machen, ist es, indem wir 100 Billionen Euro Geld drucken oder was. Also gibt es da kein anderes System? Ha? Ist vieles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt, wie sie gerade sind, nicht erreichbar? Und da könnte man unendlich viel in... Wieso gibt es dann eigentlich nicht so ein Battle? Also wieso gibt es überhaupt irgendeine Diskussion darum, zwischen China oder also innerhalb von China, innerhalb von Russland, innerhalb von Amerika und so, wie viel man jetzt fürs Militär ausgibt oder so? Man könnte doch einfach die krasseste... Luxemburg, wenn die Bock hätten, könnten sie einfach sich verschulden bis dort hinaus und die krasseste militärische Supermacht auf dem Planeten werden. Einfach nur von diesen ganzen Schulden. Warum nicht? Ja. Erstmal zu... Ja, sie könnten einfach ihre gesamte Landesfläche mit Panzern pflastern, ne? Wieso können wir auf dem Satelliten noch ein bisschen Gras in Luxemburg sehen, Herr Schmidt? Investieren? Ja. Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, alles, was wir aktuell
was wir aktuell machen können, können wir uns leisten. Nicht alle Produkte, die es überall auf der Welt gibt, können wir uns leisten. Wenn du Produkte aus anderen, also wäre jetzt sogar so, wenn du eine eigene Währung hättest, wenn du Produkte aus anderen Ländern kaufen wolltest und ein Leistungsbilanzdefizit hättest, du also mehr aus dem Ausland importieren würdest, beziehungsweise Leistungsbilanz ist noch die Einkommensbilanz und Transferzahlungen sind da noch mit drin, aber wenn du, grob gesagt, aus dem Ausland mehr importierst, als du exportierst und du keine Währung wie den US-Dollar hast, dann musst du deine Währung gegen den US-Dollar tauschen und dann bekommst du logischerweise immer weniger für deine Währung. Das heißt, dieses, was wir aktuell tun können, bezieht sich natürlich auf das Inländische. Also man kann nicht Euros drucken und damit den Weltmarkt leer kaufen. Zumal die Staaten in der Eurozone zu Währungsnutzern degradiert wurden. Das ist nämlich die zweite Anmerkung. Luxemburg ist kein monetär souveräner Staat. Du kannst die Staatsschulden von Luxemburg nicht mit den Staatsschulden der USA, mit den Staatsschulden Russlands in Rubel, also Russland hat ja auch noch Auslandsschulden, die in Dollar beispielsweise deponiert sind, oder mit den Staatsschulden Japans vergleichen. Das geht nicht. Also in der Eurozone, da haben die Staaten ihre monetäre Souveränität aufgegeben. Sie haben gesagt, wir haben jetzt eine gemeinsame Währung, wir unterwerfen uns einem gemeinsamen Regime und da entscheidet dann die EZB mehr oder weniger willkürlich, wie gerade Geldpolitik gemacht wird. Und es gibt beispielsweise eine Regel, dass Staaten das Konto, was wir bei der EZB haben, jeden Abend ausgleichen müssen. Das ist eine Regel, die könnte man auch ändern, wenn man das politisch wollte. Aber aktuell will das keiner und ein einzelner Staat kann das schon gar nicht ändern. Natürlich ist ein mächtigerer Staat wie Deutschland, natürlich hat der mehr Einfluss auf das, was die EZB tut, einfach faktisch gesehen, als ein kleiner Staat wie Luxemburg. Aber wie gesagt, die Staaten in der Eurozone, die kannst du hier nicht gut nehmen, weil die ihre monetäre Souveränität aufgegeben haben. Deswegen ist das Beispiel Luxemburg hier auch völlig beiseite. Und würde damit die Lebensbedingungen verbessern, das Klima verbessern. Und das hätte keine negativen Auswirkungen, also dass man jetzt schon das Gespenst der Inflation vor sich sehen müsste. Und es ist aber eine sehr falsche Denk. Warum nicht? Warum würde das nicht inflationieren? Weil es gibt da diesen Typen und der klingt echt wichtig. Wie gesagt, intern mag das noch weiter funktionieren, weil man es politisch einigermaßen stabilisieren kann, aber die Leute kaufen ja auch sowas wie iPhones und Samsungs und sowas und die werden importiert. Die werden hier nicht hergestellt. So, und wenn wir unsere Währung inflationieren, bis zum geht nicht mehr, dann wird dann Ersparnis auch nichts mehr wert sein. Also, wenn wir jetzt, wie gesagt, Euro ist ein bisschen komplizierter, aber wenn wir jetzt einen Staat mit einer eigenen Währung haben wie Japan, der einfach mehr Geld ausgibt, und die Leute geben das zu einem Gutteil aus. Was passiert dann? Es gibt dann mehr japanische Yens in der Welt. Japan importiert mehr Produkte. Erstmal die Handelsbilanz wird negativ und dann wird mittel- bis langfristig auch die Leistungsbilanz negativ. Das heißt, es werden mehr Yens auf den Markt geworfen, als nachgefragt werden. Das bedeutet, dass der Yen-Kurs langfristig abwerten wird. Und dieser Wechselkursmechanismus sorgt dafür, dass die Konkurrenzfähigkeit der japanischen Exportindustrie steigt, dass Importe nach Japan teurer werden und dass die Leistungsbilanz langfristig wieder ausgeglichen wird. Es gibt einen Wechselkursmechanismus, der das ausgleichen kann. Sturmhaube, es kommt darauf an, wie du das Geld im Umlauf bringst. Wenn sich die Kosten der Unternehmen erhöhen, dann sehen wir Inflation. Und Kosten sind gesamtwirtschaftlich gesehen vor allem Lohnkosten. Wenn sich die Lohnkosten nicht erhöhen, dann führt das langfristig nicht zur Inflation. Das ist die zentrale Frage. Kommt das Ganze, was du an Geld in den Kreislauf gibst, in den Löhnen an oder kommt es nicht an? In Japan, da haben wir eine enorme Geldmengenausweitung. Da haben wir gigantische Steigerung der Staatsverschuldung in den letzten 30 Jahren und es hat zu fast überhaupt keiner Inflation geführt. Also Japan ist sowohl die Widerlegung der Quantitätstheorie als auch die Widerlegung der Theorie, ja, wenn die Staatsschulden steigen, dann führt das zu Inflation. Also diese beiden Theorien sind empirisch widerlegt an Japan. Relation zum Wert eines iPhones und du kannst es einfach nicht mehr leisten. Wäre das nicht klasse, wenn das Ersparte von allen nichts mehr wert wäre, ne? Sie haben es ja eh zu erreicht. Weise oder ein falsches Bewusstsein doch in den Köpfen verankert, dass... Also hier ohne Scheiß, ist das so ein bisschen halt wie die Schlange. War das im Dschungelbuch? Wir waren ja gerade im König der Löwen. Ja, die Schlange, die so ins Ohr zischelt.
jetzt kommen sie wieder mit dem Beispiel. Ich glaube, das überspringen wir mal. Ein Kind könnte ein Interview führen, bei dem er schlecht aussehen würde hier. Ich würde sogar sagen, den öffentlichen Nahverkehr könnte man sogar gratis gestalten. Auch das könnte man. Ja, okay, bei all das und noch viel mehr könnten wir machen, wenn wir so viel Geld drucken, wie wir Bock drauf haben. Ja, könnte man auch. Wie gesagt, das Problem beim öffentlichen Nahverkehr, also für mich zum Beispiel, ist nicht der Preis. Es ist das Klientel, das darin rumfährt, dass alles ständig zu spät kommt. Und das kannst du nicht mit endloser Inflation lösen. Dafür brauchst du ein Land, das funktioniert. Sich leisten und würde eine Stadt sehr lebenswert machen. Und beim Fernverkehr müssten sicherlich auch die Preise purzeln, denn die sind momentan zu hoch. Man muss allerdings auch ausbauen, denn es darf natürlich nicht passieren, dass wir irgendwann einen Andrang haben auf die Verkehrsmittel, aber die Busse sind zu klein. Ich wollte gerade sagen, also bedingt. Ach so, hatten wir dann eine Kundeninflation? Das gibt's aber schon. Geld nein, aber mit... Nein, der Preis des öffentlichen Nahverkehrs ist dadurch, also wenn du die Preise im öffentlichen Nahverkehr senkst oder kostenlos machst von mir, dann hast du keine Inflation. Preise. Und wenn da mehr Kunden damit fahren, dann ist das ja auch keine Inflation. Da ist ja kein Preis gestiegen. Was passieren kann, wenn die Kunden, die bisher mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren sind, das Geld, was sie bisher für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben, für andere Produkte ausgeben, also die Nachfrage in anderen Bereichen steigt, dann können da die Preise steigen. Und wenn die Unternehmen auf diese Preissteigerung nicht mit entsprechenden Produktionssteigerungen reagieren können, und beispielsweise da neue Leute einstellen müssen da, und das dann zu steigenden Löhnen führt, dann können wir einen dauerhaften Inflationsschub sehen. Aber nur dann. Und wie gesagt, öffentlicher Nahverkehr, das ist jetzt nicht so der große Ausgabenposten, der dafür sorgen würde, dass unsere Wirtschaft morgen früh überhitzt. Also wir reden hier gerade von einer Situation von dauerhafter Unterbeschäftigung. Wir haben 2,5 offizielle Millionen Arbeitslose. Diese Statistik wird an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Ihr könnt die Zahlen nochmal verdoppeln bis verdreifachen. Wenn er der Realität näher kommen wollt. Das heißt, der Staat, der könnte viel, viel mehr Geld ausgeben. Und nicht nur die lächerlichen 14 Milliarden, die es kosten würde, einen öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. Der könnte auch einen öffentlichen Nahverkehr dann noch deutlich ausbauen. Also, das wäre alles problemlos leistbar, ohne dass das zu irgendeiner nennenswerten Inflation führen würde. Also, das ist jetzt wirklich absurd.